Bis in die Nacht haben die EU-Finanzminister zusammengesessen und das Milliardenringen um die Griechenlandhilfe geht weiter. Bedingung der EU für neue Gelder ist die Zustimmung des griechischen Parlaments zu harten Sparmaßnahmen und dem Verkauf von Staatseigentum. Das Parlament in Athen will voraussichtlich Ende des Monats darüber abstimmen. Darüber hinaus sollen sich auch private Gläubiger freiwillig an den Sanierungen der griechischen Staatsfinanzen beteiligen. Sollte das alles nicht so kommen mit den Sparmaßnahmen, dann sagt die EU, gibt es kein weiteres Geld. Ja, was geht da in Griechenland? Was läuft da? Wie ist die Stimmung? Wir sprechen mit einem Wirtschaftswissenschaftler und Griechenland-Kenner, Jens Bastian. Er ist uns zugeschaltet aus Paris. Herr Bastian, vor einem Jahr haben wir hier schon über die griechische Situation gesprochen. Ein Jahr ist viel Zeit. Was ist seitdem passiert in dem Land? Guten Morgen, Frau Planken. Es ist sehr viel passiert. Dieses Land versucht trotz Wirtschaftskrise einen Reformwandel herbeizuführen, den ich lebe seit 15 Jahren dort, noch nicht gesehen habe. Das verdient internationale Anerkennung, Respekt auch, Geduld ebenso im Land und so von den europäischen Partnern. Ich glaube allerdings auch, wir brauchen einen Mentalitätswandel in diesem Land, in der Bevölkerung und auch zwischen den politischen Eliten. Wenn Sie die Bevölkerung ansprechen, dann sind uns vor allen Dingen folgende Bilder im Kopf. Menschen, die auf die Straße gehen, Generalstreike. Und viele Menschen fragen sich, warum bündeln Griechen nicht diesen Ärger, der da ist, und setzen den konstruktiv zusammen und wir schaffen mit dieser ganzen Energie einfach was, um vorwärts zu kommen. Warum funktioniert das nicht? Das frage ich mich oft auch in Griechenland. Es ist sehr viel Energie, auch sehr viel Wille zur Veränderung vorhanden, aber auch sehr viel Ärger, sehr viel Frustration. Viele Menschen haben ihren Arbeitsplatz verloren, das Gehalt oder die Rente ist gekürzt worden. Und entsprechend muss dieses Land auch noch lernen, zu einem Konsens, zu einer Mentalität des runden Tisches zurückkehren zu können. Die Signale dazu müssen auch aus dem Parlament kommen, zum Beispiel in der Zusammenarbeit zwischen Regierung und Opposition. Da war ja jetzt angekündigt zu sagen, man macht eine Regierung der Einheit. Das Ganze ist nicht passiert. Wie soll dieser Wandel stattfinden? Wie soll das praktisch gehen? Das ist eine schöne Idee, die aber doch immer wieder zu scheitern scheint. Wenn es nicht aus dem Parlament kommt, dann muss es Teile der Gesellschaft zeigen. Das fängt an, zum Beispiel, dass Menschen deutlich machen, ja, wir sind zu diesen Sparanstrengungen bereit, wenn wir aber auch sehen, dass mein Nachbar ebenso herangezogen wird, dass es keine Steuerhinterziehung mehr gibt, dass gewährleistet ist, dass auch Steuerhinterzieher dann öffentlich angeklagt werden und dass Politiker, die korrupt sind, endlich auch dafür vor Gericht gezogen werden. Ist das denn jetzt nicht so? Also haben viele Bürger das Gefühl, es wird nur bei mir selber gespart und bei den Großen nicht? Es ist immer noch so, dass viele Menschen das Gefühl haben, sie sind nicht für diese Krise verantwortlich, müssen jetzt dafür aber zweifach und dreifach zahlen. Und dass viel zu viele Menschen immer noch in der Lage sind, durch Kapitalflucht, durch Steuerflucht, sich einfach dieser Verantwortung auch zu entziehen. Das macht viele Menschen in diesem Land verärgert, frustriert, weil sie den Eindruck haben, da herrscht keine soziale Balance. Das muss wirklich auch von der Regierung wesentlich schärfer kontrolliert werden und auch besser kommuniziert werden. Also strengere Gesetze, eine konkrete und lückenlose Verfolgung. Wie kommt Griechenland ansonsten aus dieser Ärger- und Abwärtsspirale raus? Griechenland muss nicht nur sparen, Griechenland muss auch ein Konjunkturprogramm haben. Investitionen braucht dieses Land, das kann es nicht aus eigener Kraft stemmen. Und wir werden auch nicht umhin kommen, dass wir irgendwann die Frage nach der Umschuldung dieses Schuldenberges ansprechen müssen. Alles das sind Herkulesaufgaben. Ich sehe allerdings eine Bereitschaft im Land, dies anzupacken. Wir sollten diesem Land allerdings auch seitens der europäischen Partner diese Geduld einräumen. Wir können das Land nicht vom Kopf auf die Füße stellen innerhalb von einem Jahr. Wie viele Jahre sollten anberaumt werden? Was meinen Sie? Frau Planken, ich glaube, hier sprechen wir über 10 Jahre und mehr. Wir haben 20 Jahre lang Reformen verpasst in diesem Land. Wir sollten Geduld haben und einen langen Atem. Sagt der Wirtschaftswissenschaftler Jens Bastian. Dankeschön für Ihre Einschätzung.